Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight im Expeditionslager der Drachenschuppen-Expedition. So, mal eben hier alles so. So. Es kann sein, dass das die letzten Aufnahmen werden, wobei morgen Abend vielleicht nochmal. Ich muss nämlich unbedingt noch ein anderes Spiel aufnehmen, denn ich bin ab übermorgen, also es ist Montag, der 19., ich bin ab dem 21. bis zum 26. weg. Sprich, da werde ich dann erstmal 5 Tage keine Aufnahme machen können. Ist aber nicht schlimm. Ob ich da Dailies mache, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mein Gaming-Notebook mitnehme. Glaube ich aktuell nicht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir waren ja soweit durch mit dem Gebiet hier, die Küste des Erwachens. Und könnten höchstens unsere Fischnetze holen. Und vielleicht einmal schnell die Utuks vertreiben und so weiter und so fort, ihr wisst schon. Und dann aber zur Ebene von Onara gehen, denn hier haben wir die Rennen, die wir alle noch machen müssen. Wir haben hier noch Dailies-Weeklies. Und vor allen Dingen auch noch die Jagden der Eilag, die wir auch noch nicht gemacht haben. Achso. Genau so. Ja, ich habe gestern mit unserem Paladin hier auf jeden Fall auch noch schnell Rukma und den Charles Zorns gemacht. Ja. Nee. Keine Wolkenstange gedroppt, wer hätte das gedacht? So. Oh, welch ungewöhnlicher Besuch. Fliegende Fische, genau. Gefülltes Fischnetz. Gib mal her. Dankeschön. Das muss man über eine Daily freischalten. Redet mit mir. Bleibt gut drauf. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Und das bekommt man direkt hier. Ist ja auch komisch, ne? Dankeschön. Und dann einmal ab geht's. Ein paar Utuks vertreiben. Joa. Ja, das ist eine Draenor-Schildkröte. Wer die auch haben will, dann muss man in Draenor die Garnison ein bisschen pflegen. Ja, und dann werden wir zur Ebene von Onara gehen und mal schauen, was wir da noch für Dailies haben. Haben wir noch gar nicht gemacht. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das wird. Jo, weg mit euch. Weg mit euch. Ja, großartig angeln würde ich auch dann machen, wenn wir mal durch sind. Wenn wir alle Nebenaufgaben durch haben, also alle Dailies einmal. Zeit ist Geld. Ist schön, dass ich helfen konnte. An die Natur zurückgeben. Setzt 100 Fische aus. Habe ich das? Natürlich habe ich das. Cool. Setzt 1000 Fische aus. Eieieiei. Muss natürlich auch wieder den übertriebenen Erfolg geben. Das ist wie mit der Garnison. Mach 500 Garnisons-Marine-Missionen, denkst du so, ja, okay. Ja. Nicht geil, aber ja, kann man machen. Und dann danach, ja, einfach mal 5-mal so viele, gefühlt. Beziehungsweise doppelt so viele, ne? Es gibt dann noch den letzten Erfolg. Ich hoffe, es ist der letzte, 1000 Marine-Missionen zu machen. Wobei einem die 500 schon endlos viel vorkommt. Woher kommt ihr? Also lebt wohl.
Die angeln die aber alle weg hier, ne? Gut, haben wir das? Dann wollen wir jetzt hier hin und uns meinetwegen erstmal... keine Ahnung. Wir machen erstmal ein Rennen. Komm, zum Auflockern. Das ist ja easy. Mit den Rennen haben wir gar keine Probleme. Mit den schweren Rennen. Das war ein Witz. Da oben müssen wir eigentlich hin, ne? Ist das schön hier. Mann! Da ist das Chicardorf. Es ist so schön. Okay. So, und hier haben wir noch neue Sachen, ne? Guck mal, Schuppenart, stark. Rüstungsfarbe. Aber wir haben noch gar keine Rüstung. Aber wir können die Rüstungsfarbe ändern. Aber immerhin, ach guck mal, das ist auch die Sattelfarbe. Jetzt der Soundtrack. Muss ich irgendwie immer so ein bisschen an Zelda denken, ich weiß auch nicht. Kamm, Haare. Oh, wie süß. Stirnstacheln. Ich bin Mr. Drache. Na, I don't know. Was haben wir hier? Den haben wir noch gar nicht richtig konfiguriert, ne? Ja, okay, mit der Klinge wäre die Rüstung ganz geil, bin ich dabei. Und rot ist geil, ne? Na gut. So, okay. Here we are, here we go again. Let's do the race once again. So, hallo. Die Inseln sind erwacht. Willkommen, diese Strecke ist der Moordrachflug. Moordurchflug, Entschuldigung. Also ich bitte euch anzuschnallen, euch Popcorn zurechtzulegen. Denn jetzt kommen fundamental wahrscheinlich 40 Minuten, in denen wir schlichtweg die gleiche Strecke fliegen werden. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken, wenn wir das jetzt wirklich auf lange Sicht nicht schaffen. Also, anders gesagt, wir werden es schaffen, nur es wird lange dauern. Dann machen wir auf jeden Fall hinterher irgendwas anderes. Wir machen jetzt nicht viele Rennen am Stück. Ich will keine 1,5 Stunden nur Rennen machen. Das ist, glaube ich, auch fürs Video nachher nicht so geil. So, let's go. Der Schwarm möge uns schützen.
Ja, okay. War jetzt nur Silber, aber es ist eine sehr einfache Strecke, oder? Ich habe die Hoffnung. Also wir haben keine Kugeln, wir haben kein Feuer. Da war das bei der Obsidian-Zitadelle wesentlich schlimmer. Fuck. Haha, sagte er und macht sowas. Fucking hell. Nicht? Ah, das war schon hart, ne? Wo holen wir die Zeit denn jetzt noch raus? Also es ist nur über eine Sekunde, die uns fehlt, das ist schon viel. Die Aspekte mögen euch segnen. Schwierig, ich bin mir nicht sicher, wo wir optimieren können. Muss ich eher an einem anderen Zeitpunkt benutzen? Ist das besser? Wo sind wir? Okay. Die Wasser fließen erneut. Wieder nicht. Aber ich besser. Habe ihre Rückkehr erwartet. Eieieiei. Thank you.
Wo zum Teufel soll ich die... Das ist jetzt das erste Mal, dass wir nicht drankommen. Das ist das erste Mal, dass ich gefühlt... Fast. Das ist die Lösung. Oh mein Gott. Man muss das Ding da unten mitnehmen. Die Kugel ist die Lösung da unten. Tatsache. Crazy. Das ist die Kugel, die fehlt, um ordentlich Speed zu geben. Ich habe ihre Rückkehr. Aber okay, das ist der Schlüssel. Das ist wirklich, guck mal, das ist die Kugel da unten. Man muss sie sehen. Das ist wirklich die Lösung. Krass. Oh, wir sind besser. Oh, der war schlechter. Echt? Das ist ja crazy, ne? Ich könnte schwören, der war richtig gut, der Versuch. Und dann, na gut. Aber hey, 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 hey. Jawoll! Jawoll, so nämlich! Mann! Shit. Okay, dann machen wir das Rennen da hinten auch noch. So nämlich. So geht das. Ganz einfach. Konzentriert. Einmal fokussiert und BAM! Durch da. Geil. Wisst ihr, wo ich gar keine Lust drauf habe? Diese Rennen mit dem durch die Ringe fliegen ohne feste Vorgabe. Das auf fortgeschritten, das wird mich brechen. Das Schlimme ist, dass ich jetzt schon weiß. Ich habe ihre Rückkehr erwartet. Ah, Drachenreiterin, willkommen bei der Sonnentüpfelhainstrecke. Ja, jetzt auch fortgeschritten. Wollt ihr es probieren? Her damit! Gib her! Geht mit den Aspekten. Folgt den Goldringen.
Holy fucking shit! Gold! First try! 39,7! 140! So nämlich. Okay. Ja. Ups. Hallo Marokai, lange ist es her. Ihr müsst alle Bakar streichen übrigens, ne? Wurde mir geleakt. Was sind jetzt zweimal? Nein, ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, den Erfolg machen wir später gebündelt. An einem Stück. Rechtzeitig zur Jagd. Bis dahin. Weißer Bakar, schwarzer Bakar, orangefarbener Bakar. Sepiafarbener Ohuna. Haben wir schön freigeschaltet über die Jagd, ne? You remember? Wer sind eure Leute? Möget ihr viele Töchter haben. Ich weiß nicht, wer sowas sagt, aber ja. Sehr schön. Ups. Waffen. Willkommen. Vielleicht nächstes Mal. Habe ich freigeschaltet. Oh, eine neue Spezialisierung. Waffenschmiedekunst, Spezialschmieden. Hammerkontrolle ist eigentlich geil, was universell ist. Plus 3 Fähigkeiten bei der Herstellung von Schmiedekunst waren. Oh. Klingt gut. Ich grüße euch, Winzling. Okay. Zurück an die Arbeit. Jetzt können wir alle Rezepte. Das ist weird, die er uns anbieten kann. Willkommen beim Feuer von Pera. Macht euch nützlich. So, jetzt einmal die Vorlagen alle lernen. Oh, das ist besser. Krass. Seht ihr? Selbstgeschmiedetes besser als das, was wir tragen. Hier nicht. Das ist zweihändig, okay. Oh, das ist oh, das ist Drehno. Okay. Gut, ja. Freunde der Krummel machen sie ein gutes Geschäft. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Urstürme. Habe ich die nicht gerade alle gemacht?
backt ein bisschen, oder? Das sind ja schon die hier. Berufe. Ja, es backt ein bisschen. Genau das, was ihr sucht. Hütet euch vor Yetis. Sehr schön. So, und hier können wir jetzt unsere ganzen Trophäen abgeben. Das sind nämlich auch ganz schön viele. Hallo. Also dann. Mehr Jagdfeen. Viel Glück. Bleibt wachsam. Vertraut eurem Adlerauge. Gebt acht, wo ihr sucht. Jagdschein. Ah, seid ihr endlich bereit, euch als Jägerin zu beweisen? Denkt daran, dass es nicht einfach darum geht, umherzurennen und alles zu erlegen, was sich bewegt. Die Shikar jagen bewusst. Wir jagen, um den Clan zu nähren und einzukleiden, um unsere Stärke gegen mächtige Feinde zu beweisen und um die Natur im Gleichgewicht zu halten. Wir jagen das Land nicht näher, leer. Wir säen währenddessen die Saat für künftige große Jagden. Zeigt uns, dass ihr imstande seid, diese Anweisungen zu befolgen, dann dürft ihr einer von uns werden. Ich habe jedoch wenig Vertrauen, dass eure Begleitung dort Erfolg hat. Eure Begleitung? Begleitung dann. Bleibt wachsam. Viel Glück. Gebt acht, wo ihr sucht. Welche Wege habt ihr bereist? Vertraut eurem Adlerauge. Bis dahin. Nun fort mit euch. Nur die Ruhe. Gebt acht, wo ihr sucht. Einfach mal auf 10 gepusht, hä? Geil. Ruf der Jagd. Ihr könnt bei Trainer Frodrum die Marukai, in Marukai einen Jagdsegen wählen. Ersatzrufe. Oh Gott, ihr könnt eine Donnerechse aufziehen. Radia bei den Quellen. Ja, der haben wir ja damals geholfen, wisst ihr noch? Ruf der Jagd. Ihr könnt einfach Begleiter rekrutieren. Okay. Krass, wie heftig sich das lohnt, Jagdschein, die Jagdtrophäen mitzunehmen, ne? Bereit für ein Abenteuer? Euer Ruhm unter den Maruk wächst. Hört gut zu, dann bringe ich euch bei, wie ihr einen Segen von Onara herbeiruft, um euch und eure Verbündeten zu schützen. Bis dahin, an meinem Herdfeuer ist immer Platz. Vertraut eurem Adlerauge. Segen, Winde der Abwehr. Hüllt euch für 5 Sekunden innerhalb... schützende Winde ein. Wenn ihr einen schädlichen Effekt erleidet, wird der Effekt von euch geläutert. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, so problematisch waren ja die Effekte der Gegner noch nicht, oder? Mögen Onaras Winde euch leiten und beschützen. Kehrt zurück, wenn ihr mehr Ruhm gesammelt habt. Bleibt wachsam. Okay. Cool. Hier auch was Neues? Nee, ne? Wo sind eure Manieren? Ach, guck mal hier. Schillernde Federn. Gut, dass ich die behalten habe. Einfach mal eine Ressource hier. Ja. Den Jagdmeister getötet. Ist das hier gerade in Gange? Ja. Das sieht doch sogar. Ach, nice. Das ist zu weit War ein bisschen geklaut, bin ich dabei. Aber okay. Jagdschein. Lass mal eben machen. Ja, oder?
Ich bin außer Reichweite. Okay, wir müssen also welche heilen. Wir töten die Eltern und heilen die Jungen. Das ist aber nicht so nett. Da ist er doch. Nubak. Warum sollen wir den denn töten? Was hat der uns denn bitte getan? Toll, haben sie seinen Bruder getötet. Na, ich weiß ja nicht. Ob das alles so naturfreundlich ist, was wir hier machen, wie die Marukai uns das verkaufen wollen. I don't know. Oder die Maruk. Reinwasserschnapper. Was ist das denn jetzt schon wieder? Mit Destiny Barry Jr., was machst du denn hier? Ach, das sind. Okay. Nee, nicht nochmal. Sehr schön, sehr schöne Zutaten. Das ist zu weit entfernt. Das ist eine ganz süße Gimmick-Aufgabe. Ich meine, einen Jagdschein zu machen bei den Shikar ist ja auch irgendwie was Tolles, oder? Ach so, eine. Ach, Mist, eine Schildkröte fehlt noch. Nehmen wir die hier.
Warum kommt die jetzt zu uns? Können wir das erklären? Habt ihr das gesehen, wie zielstrebig die zu uns gelaufen ist, die Schildkröte? Schaut ihr nichts, zieht da an. So, ja, dann haben wir das. Die Eilag, ja? Das ist Mary Junior schon wieder. So, irgendwas stimmt mit dem nicht. So. Hi. Also dann, gebt acht, wo ihr sucht. Hervorragend, ihr seid bereit, bei großen Jagden dabei zu sein. Bitte gebt diesem Nesingwary Junior Bescheid, dass Jagen mehr ist als sinnloses Töten und dass er in unseren Kreisen nicht willkommen ist. Nun fort mit euch. Mach ich. Viel Glück. Schön. Ah, bald schon 11. Nice. Und mit 12, nee, mit 13, nee, mit 14, nee, mit 15 oder gar nicht. Wir schalten auf jeden Fall bei den Waldraken, guck mal hier, mit 12 eine Questreihe frei. Die silberne Bestimmung beginnt mit das Geschenk aus Silber bei Alexstrasza. Keine Ahnung. Doof ist, dass ich nicht weiß, wie das zeitlich einzuordnen ist. Spielt das jetzt nach dem letzten Kapitel oder können wir das jetzt schon einstreuen? Das weiß ich halt nicht. Oh, Sternenboss. Sternboss, ich habe ihn gesehen. Naja. Hey, das war der gar nicht. Das war der gar nicht. Ich bin so doof. Aber der falschen Gegner getötet. Da bist du ja. Er ist auch ein bisschen stärker. Okay, macht schon Sinn. Ups. Wir Maruks jagen nur mit Bedacht. Einfach mal den falschen Gegner besiegt hier. Das ist zu weit entfernt. Gerade schön nebenbei noch seinen Angriff pariert oder unterbrochen. Sehr geil. Aha, das sieht schon besser aus. Jagdtrophäe, Belobigung. Das Spielzeug kennen wir schon. Okay. Sehr schön. So, dann haben wir hier einmal die Eilag. Die haben wir beim letzten Mal hier angetroffen und die wandern ja. Finde ich ganz cool gemacht. Dass sie immer woanders ihr Lager aufschlagen. Ah ja. Hallo! Jagdmeister Malkik. Seid willkommen. Oh Gott. Der Clan Eilag ist klein im Vergleich mit anderen Clans. Das bedeutet aber nur, dass wir umso härter kämpfen. Ruht euch aus. Ja. Auf dem Grat wandert eine große Sturmbestie. Viele Jäger der Shikar haben versucht, sie zu erlegen, nur um vor seiner Wildheit zu fallen. Wenn es euch nach Jagd rumdürstet, könnt ihr gern versuchen, die Bestie zu erschlagen. Mach ich. Gehabt euch wohl. Mögen die Ahnen euch schützen. Einige Riesenwildschafe des Clans sind mal wieder von der Herde weggerannt. Der Grat um uns ist für unsere Schäfer zu gefährlich, um nach ihnen zu suchen. Es wäre ein großer Segen für uns, wenn ihr einen unserer Bakars nehmen und die Riesenwildschafe zurückbringen könntet. Mach ich. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Das urzeitliche Tal ist erfüllt von der Magie des alten Drachen. Eine der dort lebenden Slyvern-Arten wird bei meinem Volk für ihr Fell geschätzt, aber ist scheu und schwer zu finden. Anstatt zu versuchen, sie aufzuspüren, könnt ihr nach unseren Jagdpfeilen in der Gegend suchen. Nehmt Fleisch des hiesigen Wasservögels, um sie zu stellen. Ich werde dann einige Clanmitglieder aussenden, um den Fang einzusammeln. Lebt wohl! Easy!
Barnak aus dem Schiff. Grüße. Der Wind brachte Kunde, dass sich Fremden mit Clan Nurkut verbünden, um unsere Drachennachbarn zu bezwingen. Die Primalisten sind eine Geißel im Land unserer Vorfahren. Tötet sie und bringt mir die Kerne der Elementare, die sie befehligen. Viel Glück. Mach ich. Da-da-ba-bam. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Was muss ich hier machen? Hallo? Zeigt Respekt. Ah, die Reisende, die ihre Hilfe angeboten hat. Nehmt einen unserer Bakar und sucht nach den verschollenen Schafen. Bringt sie hierher zurück. Was? Das Horn summt vor latenter elektronischer Energie. Da ist ein Schaf. Hey! Muss ich wie brüllen? Okay. Oh nein, wie süß! Für die Ehre von Kel'Thalas! Hey, ja, wie denn? Okay, es war kurz buggy, glaube ich. Eieieiei. Es war aber... Naja, gut. Nicht so geil. Fallen wieder scharf gemacht. Dann können wir nur Kut machen. Die Weltquest. Das Fliegen ist so geil. Skara. Would we kill? But it's downstairs in the hill. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Okay, ja, das ist jetzt im Nachhinein die große Frage, ob ich jetzt einfach pro Gebiet jede Woche ein Video mache. Oder ob ich das dann ohne euch irgendwann mal mache. Ich weiß es nicht. Aber so diese Questreihe hier, die machen wir auf jeden Fall zusammen, die wir da freischalten mit der Ruhmstufe. Aber mit der Schmiedekunst ist merkwürdig, ne? Müssen wir mal kurz gucken. Ich habe kein Ziel. Okay, die Rezepte bekommt man dann eher. Ich verstehe schon. Oh, schön. Die Rezepte bekommt man dann von den Ruhmhändlern, die neuen Schmiederezepte. So wie ich das verstehe. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Besser, nice. Ja, wir arbeiten uns hoch, ne? Vom Item-Level her.
So, hier in einem schönen kleinen Waldstück. Fallen wieder scharf gemacht. Blauschnabelfleisch. Ach so. Grausame Aufgabe. Ja, die könnten halt geile Sachen droppen, ne? Wir brauchen ja die ganzen... Ja, das alles nicht. Ich bin außer Reichweite. Ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich glaube, damit haben wir doch genug, oder? Zwei. Quack, quack, quack. Haben wir auch schon besiegt hier. Fünf, sechs. Okay, dann machen wir die Weltquest hier mit dem Nokut angreifen. Ey, was? Wir haben kein Fleisch mehr. Was? Ey, wir haben mehr. Was? Mehr eingesammelt als... Was habe ich das nicht geplündert? Meiner Logik, ja, ein festes Stück Entenfleisch, perfekt für eine für die Benutzung in Fallen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Fünf von sechs, okay. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich könnte schon, wir hatten gerade schon genug. Naja, das Spiel wird's wissen, ne? Entfernt.
Sehr schön. Das ist dann auch schon unsere letzte Falle, die wir aktivieren müssen. Perfekt. Und dann haben wir da oben noch die Aufgabe. Dann können wir vorher gerne einmal Dino Kut angreifen. Im Idealfall mit Gruppe natürlich. Dino Kut sind unerschütterlich in ihrem Kampfkönnen. Stört ihre Ausbildung und eliminiert ihre Truppen. Verschafft uns Zeit für einen Gegenangriff. Abgelehnt. Geht's noch? Für so Aktivitäten ist wahrscheinlich ein bisschen zu spät inzwischen. Wo kommen jetzt die ganzen Spieler her? Automatisch oder was? Okay. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außen rein. Ich glaube, das ist keine Schlachtzug-Weltquest, oder? Das ist zu weit entfernt. Boah. Das ist mal ein Monsterpull, ne? Fügt die Rüstungsstücke der Nokut zu einer richtigen Schlachtrüstung zusammen. Wilde Kampfhelm der Nokut, okay. Unschätzbar für uns. Bleibt wachsam. Obwohl wir ihre Truppen geschwächt haben, werden sie nicht nachgeben. Ich kann nicht mehr davon tragen. Ich bin außer Reichweite. Okay. Danke, Leute. Ihr wart super. Holy crap, wie geil war das denn? Ja, so geht's dann schnell. Oh, guck mal hier. Wie soll man denn darauf landen? Oh, schön. Ich blende mich mal aus. Das wird sicherlich eine geile Aussicht.
tagsüber wäre jetzt wieder geiler. Ja. Klar. Millionenmal geiler. Bin ich dabei. Cool. Ja, wie ich hab's ja schon oft genug gesagt, der zusammenhängende Kontinent macht so viel aus. So, dann haben wir hier noch die Eilag-Quest. Drakonische Defensive, heulendes Herz, Streitkräfte der Primalisten getötet. Easy. Heulendes Herz. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das Luftpartikel pulsiert in einem gleichmäßigen Rhythmus und erinnert dabei an einen Herzschlag. Aha. Cool. Ja, das muss ja jetzt nicht sein, ne, der Große. Ich brauche mehr Mana. Wie viele haben wir? 5 von 8. Okay. Dann haben wir die Eilag-Quest fertig. Dann haben wir da noch ein Rennen. Das sind nur 3 Stück, ne? Ist gar nicht mehr so viel. Von 8. Sehr schön. Ja, ist natürlich geil, dass wir das eine Rennen fürs Try geschafft haben. Das hat uns natürlich viel Zeit rausgeholt im Vergleich zu. Ja, brauchen wir mal eine Stunde für oder so. Das ist schon nice. Ich bin außer Reichweite.
etwas anvisieren. 7 von 8? Komm schon, das zieht sich aber jetzt, ne? Lass mich in Ruhe. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Dankeschön. So. Machen wir noch das Rennen. Und dann gehen wir die Aufgaben ab und dann machen wir erstmal einen Cut. Dann haben wir wieder viel, haben ungefähr die Hälfte, denke ich mal. Ne? Haben wir das halbe Gebiet geschafft. Und das ging noch gut, oder? Na komm schon. Es ist ein klarer Tag mit besonders günstigen Winden. Perfekt für ein Rennen. Der Smaragdgarten. Ah, Drachenreiterin, willkommen beim Smaragdgartenaufstieg. Viel Spaß mit der fortgeschrittenen Schwierigkeit. Jui. War ja ganz schlecht. Gold? Was? Okay, das war aber zu einfach. Eieiei. Okay. First try Gold. Nein. Cool. Die Grabhügel, das war auch cool, ne? Ach ja, war schon alles, also wirklich, war schon alles sehr cool. Hier ist das letzte Rennen, das wird eine Katastrophe. Die Wasser fließen erneut. Willkommen, Drachenreiterin, zu einer Strecke, die genauso schnell ist wie die Strömung selbst. Wollt ihr sie ausprobieren? Klaro, her damit. Und die ist, glaube ich, schwer. Ich habe das Gefühl, die wird schwer. Wir waren gerade aber nicht gut, ne? Also die war einfach gerade eben tatsächlich. Oh Gott, der Anfang. Oh Gott, war das schlecht. Ja, Silber. Ja, ich weiß auch warum. Der Anfang war eine Katastrophe. Willkommen auf den Inseln. Ich glaube, besser so, ne? So und dann direkt
Er war jetzt auch nicht viel besser, aber ein bisschen. Nicht Gold. Ich hätte auch ein bisschen mehr powern können, ne? Wir hatten viel zu viel Elan über. Okay. Also sie ist machbar. Ist okay. Aber wenn wir es jetzt nicht schaffen. Meine Fresse, wirklich? Ach Gott. Schade. Es hätte bestimmt geklappt, ne? Wenn wir nicht hängen geblieben wären. Na gut. War jetzt aber spannend, ne? Die Wasser fließen erneut. Na, shit. Vorbeigeflogen. Ah, komm, 0,4, das ist machbar. Bisschen enger die Kurven nehmen und easy. Mit Antwort. Mann, nein! Warum komme ich so blöde Fehler? Mach ich so blöde Fehler jetzt auf einmal? Komm schon.
Ich habe aber was gesehen gerade. Wenn ich mich da nicht verguckt habe, war unten am Wasserfall noch eine Kugel. Das könnte wieder der Schlüssel sein. Aber ein Wäldchen, ha? Hier. Ja. Dadurch kann ich hier nochmal mehr Speed rausballern. Wir können generell ein viel höheres Tempo halten und haben eigentlich durchgehend Elan, um durchgehend zu pushen. Guck ich das mal an jetzt. Das klappt. Ja. Hat man gemerkt, okay. Boah! 92,979 von 43. Es ist halt scheiß knapp, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Sind die fortgeschrittenen Strecken anders? Kann das sein? Wartet mal kurz, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich mache mal kurz einen Cut und wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Ich mache noch eine Aufnahme und dann machen wir noch den Rest hier fertig. Ich weiß gar nicht, was das für Weltquests sind. Oh Gott. Oh Gott. Na gut. Also beim nächsten Mal machen wir den Rest vom Gebiet und dann starten wir beim übernächsten Mal schon mit dem Azurblauen Gebirge. Also es ist recht kompakt hier. Geht schneller als bei der Küste des Erwachens. Da hatten wir halt die Obsidian-Zitadelle, ne? Gut, beim nächsten Mal machen wir die Quest hier. Gesucht Massenbindungstotem für Ohuna. Das war die Quest vom Drachenschuppen-Basislager. Die machen wir. Wir geben die Eila-Quests ab. Wir machen das letzte Rennen auf Gold. Und noch ein paar Weltquests. Und dann sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Dragonflight. Ciao.